Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von unserer lieben Stacy. Ich freue mich wieder, dass ihr mit dabei seid. Ja, und diesmal werden wir mal schauen. Das letzte Mal habe ich mich überreden lassen, anstatt an den Fähigkeiten zu arbeiten, mit Dylan lieber zu einem Date zu gehen. Ja, da kommt der Romantiker so ein bisschen bei mir durch. Mich ein bisschen schleifen lassen, aber diesen Part machen wir, die Fähigkeiten, und dann gehen wir auch noch mal zum Vorsprechen und versuchen es noch mal. Hier sind wir schon beim Singen dabei. Diesmal muss das was werden. Jetzt ist mal jetzt steht mal das Bestreben wieder im Vordergrund. So, du singst mal noch, du kriegst nebenbei sogar noch ein bisschen Geld dafür. Ich werde diesen Part auch ein bisschen viel vorspulen, damit man hier auch mal ein bisschen vorwärts kommt. Weil ich denke mir mal, die Fähigkeiten gehen jetzt auch immer langsamer hoch. Level 3 der Singfähigkeit. Jawohl, du kannst jetzt Country-Lieder und Jazz singen. Ein bisschen Geld hast du auch noch dafür gekriegt, fürs Singen üben. Das ist toll. Dann geht's mal wieder ab nach Hause. Wo wohnen wir nochmal? Ach ja. Wir gehen alleine. Wir lassen uns nicht ablenken. So, wie sieht's denn aus? Hunger hast du, müde bist du, auf Toilette musst du. Oh Gott. Haben wir noch irgendwas? Nee. Dann räumen wir in den Kühlschrank auf. Und dann werden wir mal noch was kochen. Was machen wir denn? Machen wir was Gesundes. Den Gartensalat. So. Hau dir nicht die Finger. Was denn? Was hast du? Bist du kokett? Warum lässt du den Kopf so hängen? Ja, stinkt schon wieder. Dürftest du jetzt auch gar nicht mehr lange haben. Oh, ich hab's gerade gesagt. Hau dir nicht den Finger ab. Ja, du bist ja schon dabei. Du könntest aber mal, du musst ja auch so dringend auf Toilette. Bevor du dich jetzt hier noch einpieselst, gehst du dann mal. Der sieht irgendwie nicht sehr appetitlich aus. Nee, nee, nee. Geh mal erst. Iss mal danach. Siehst du, gehst nämlich schon ganz x-beinig. Deine Stimmungsleiste ist ja auch gewaltig. So, musst du arbeiten? Ja, du musst noch 2 Tage arbeiten. Aber Dings haben wir schon, Level 2 Charisma. So, nee, ist erstmal, bevor du ins Bett gehst. Sonst wirst du ja in 2 Stunden wieder wach, weil du Hunger hast.
Dann kannst du mal noch ein bisschen für Follower sorgen und kannst mal über Karriere laufen. Kleines Gänseblümchen. Mama, irgendwas, ein paar Freunde treffen und halt, nein, diesmal nicht. Diesmal kümmern wir uns um uns und unser Bestreben und lassen uns nicht ablenken. Versprochen. Was müssen wir noch? Also Schauspielern haben wir auf 3, Singen haben wir auf 3, Tanzen, ach, Tanzen müssen wir noch ganz. Okay. Dann aufräumen und dann ab ins Bett, hätte ich gesagt. Dann müssen wir ja noch arbeiten morgen und danach geht's ans Tanzen üben, wie verrückt. Dylan. Ach nee, Mensch, wir haben uns doch gerade gesehen. Irgendetwas Schräges geht gerade bei den Ruinen vor. Nein, Dylan, nicht. Jetzt nicht mehr. Wir haben uns gerade gesehen, wir können nicht jeden Tag. Also mal. So, schlafen, schlafen, schlafen. So, dann ist mal noch was von dem tollen Gartensalat. Wie lange hast du denn das? Ach, 2 Stunden. Dann ist vorbei. Alles gut. Also richtig glücklich sieht es aber auch nicht aus. Dann gehst du dann mal. Nee. Was? Nein. Und in Dusche singen. Spulen wir jetzt mal alles ein bisschen vor. Hilft dir mal mit dem Aufräumen. Inspiriert. Wunderbar. Und dann geht's auf zur Arbeit. Und heute könntest du mal ruhig angehen lassen. Du musst ja nachher noch tanzen. So, Dylan, nein. Hast du Hunger? Ich habe gerade eine Dinnerparty. Ja, liebend gern, aber nein, heute nicht. Ich hab's versprochen. Was haben wir denn hier? Neugierig auf Gruppen. Bei der Arbeit beschämt. Manchmal kann jemand nicht anders, als sich vor all deinen Kollegen zum... Alter. Mensch, wir haben ja noch Blumen. Wir haben uns... Oh nein, wie sehen die denn aus? Um Gottes Willen. Die haben wir ja ganz vergessen. Also diesmal mache ich aber alles ernten. Diesmal verkaufe ich jetzt nichts. Oh mein Gott. Die sehen aus. Erbsen. Da wollten wir noch dann da hinten was pflanzen. Also da müssen wir mal dran denken, dass wir vielleicht doch wenigstens einmal am Tag drauf schauen. Sagen wir noch, kleiner Ausbruch. Stacy glaubt, dass es niemand bemerken wird. Hormone oder schlechte Hygiene wegen Sicherheit, die Hormone.
So. Was ist das? Ah, toll. Die verwelkte Entsorgung. Können wir ja dann wieder neu pflanzen. So. Diesmal haben wir es richtig gemacht. Erbsen wollten wir noch mal, weil die scheinen was zu bringen. Das war Salbei. Machen wir auch noch mal voll. Und du warst Tabo. Was? Tabo-Pflanze. Was bist denn du für eine? Na? Nee, Petersilie. Ach, da. Sorry. Mein Gott, wie lange haben wir die Pflanzen nicht beachtet? Und die habe ich total vergessen. So, da können wir jetzt auch noch mal nachpflanzen. Das machst du ja dann eh alles auf einmal. Und dann müssen wir noch mal den Käfer. Level 3 der Gartenfähigkeit. Stacy hat Spaß bei der Gartenarbeit und kann jetzt. Wenigstens kriegst du dabei noch Spaß. Und wir können endlich weiterentwickeln. Wenn wir sie nicht immer vergessen. Dylan, ach nie, heute nicht. Zurzeit einen Geschmackssinn und deine Rezeptsammlung zu erweitern. Nein, nein. Ach Dylan, also jetzt reicht's auch. Ich meine, es ist ja toll, dass wir so einen Eindruck bei dir hinterlassen haben, aber jetzt übertreib's nicht. Jetzt erstmal noch schnell was, hätte ich gesagt, und dann gehen wir tanzen. Bis wir umfallen. Ah, der ist zwei. So. So, wir spulen das noch mal. Der nächste, Dominik. Nein. Nein. So, weg. Und dann reisen wir und gehen tanzen. Wo war das? Ach ja, Orchideenclub. Auf zum Tanzen und alleine, sonst wird das wieder nichts. Und auf geht's, guck mal, ist keiner da, der dich ablenken kann.
Und wir tanzen, tanzen. Bis zum Umfallen. Und hoch, Mauer. Oh, das sieht da schon ganz gut aus. So, und los geht's. Ja, kannst dich dabei unterhalten. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber irgendwie wird das am Anfang nicht richtig steigen. Meine Güte, das schaffen wir doch heute wieder nicht. Du wirst ja schon wieder langsam müde. Ist ja egal, vielleicht reicht es ja trotzdem dann schon. Was machst du denn? Nicht doch Liegestütze, du sollst doch tanzen. Wohin gehst du? Ach so, auf Toilette. Oh, schon wieder Mauer. Okay, geh auf Toilette, jetzt weiter geht's. Komm, du bist energiegeladen, du kannst jetzt tanzen, was das Zeug hält. Wo gehst denn du jetzt schon wieder hin? Hallo? Oh, diese Häuser. Mach mich ja irre. Ach, du tanzt noch, okay. Komm, das schaffst du. Das ist jetzt nicht mehr viel. Und wo rennt sie? Rennt wieder weg. Nix ist. Tanzt wird. Na, schaffen wir das jetzt oder nicht? Oh nee, ach Gott, Mensch, ein bisschen hätte noch. Ach, das reicht vielleicht auch schon aus. Wir gehen nach Hause, schlafen eine Runde. Und dann geht's los. Dann gehen wir schlafen. So. Ja, müssen wir auch noch mal arbeiten. Wo ist im Zeitraffer jetzt? Und dann gehen wir in diesem Part auf alle Fälle noch einmal zum Vorsprechen. Wir versuchen es auf alle Fälle noch mal. Vielleicht reicht das jetzt schon, was wir haben. Was haben wir denn heute? Reden wie ein Pirattag. Sehr schön. Oh, in einer Stunde zur Arbeit. Oh, verschlafen. Schnell noch was essen. Warst schon ein Kreuz bei Reden wie ein Pirattag? Hast du schon geflucht oder was? Ausbruch immer noch. So, ein bisschen schneller. Aufräumen und dann musst du auch schon auf Arbeit. Und nach der Arbeit machen wir dich noch mal kurz fit und dann gehst du zum Vorsprechen und dann auch. Jetzt haben wir hier schon wieder. Ah ja, schlechtes Essen. So, dann kannst du mal noch mal fleißig arbeiten. Die paar Stunden, die du hast, sind okay. So, dann bist du wieder da. Dann kannst du ja noch mal eine Dusche singen und dann geht's los.
Ich hoffe, du kriegst wenigstens noch ein bisschen bessere Laune, bevor du. Ja, inspiriert. Das passt doch. Das passt doch. Und auf geht's zum. Wo muss man hin? Vorsprechen. So, und wehe. Das wird jetzt was. Bist inspiriert. Hast gelernt. Jetzt geht's los. Oh nein, nicht schon wieder. Was ist denn jetzt? Deprimiert. Du warst nah dran. Stacy hat bei den Auditions gut abgeschnitten, aber nicht gut genug. Sie können es jederzeit erneut versuchen. Ach nein. Hat jetzt etwa das kleine bisschen Tanzen gefehlt, dieses kleine Stückchen? Okay. Wir bleiben dran. Ich beende jetzt aber den Part an der Stelle wieder mit einer traurigen Stacy. Aber ich denke mal, da fehlte bloß noch das Quäntchen tanzen. Das schaffen wir noch. Dann versuchen wir es einfach nochmal beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid auch alle wieder mit dabei. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.